Hallo und herzlich willkommen zu... Danke. Zurück bei The Witcher 3. Ja, die Annabelle hat gleich mal reingesprochen. Wer sie noch nicht kennt, ist ein Geist. So. Die heult da schon die ganze Zeit herum. Ich kann es euch gerne mal mit einer magischen Lampe zeigen. Und zwar... Tada! Da ist sie. Allein. Alle haben mich verlassen. Nee, hier sind wir ja. Der Punkt ist der, sie scheint der Fluch des Ganzen zu sein. Aber ich traue ihr nicht so ganz. Es ist schwer. Einverstanden, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Wirklich alles sehr traurig, aber irgendwas stimmt nicht. Ich habe so ein Gefühl. Was denn? Du verschweigst mir etwas. Du weißt, wie gefährlich die Insel ist, aber du sagst mir nichts über das Monster, das hier lebt. Aber es gibt doch kein Monster. Ich habe das Gefühl, dass du mich anlügst. Ich glaube, du lügst. Die Frage ist nur, warum? Um das Monster zu schützen. Oder etwa... Halt! Ich will es nicht hören! Ich kann dir nicht helfen. Etwas von dieser verfluchten Insel, von einem verfluchten Ort zu entfernen, ist zu gefährlich. Und die Gebeine einer Toten, das bedeutet Ärger. Das heißt zu Recht, Hexer sein, herzlose Bestie! Willst du Graham dann herbringen? Ich muss mich von ihm verabschieden! Annabelle, hör zu. Du wolltest mir von Anfang an nicht helfen. Ich hatte so gehofft, dass ich endlich jemand erwarmen würde. Ja. Grüße. Ich muss sie fangen. Sie haut ab. Deswegen. Wo ist jetzt hier? Jetzt greifen mich noch die Ratten an. Werden sie doch schon töten sollen, die Ratten. Komm her. Wie soll denn das funktionieren? Ah, okay, jetzt können wir kämpfen. Pesta. Ja. Geil, wir kämpfen gegen die Pest. So ein Scheiß. Der hilft nur Feuer. Das haben wir zum Glück draußen schon rausbekommen. Boah, viel Schaden ist das nicht. So, die Frage ist jetzt, wie können wir sie besiegen? Wir wissen, wie wir da die Pest noch. Super, jetzt sind wir vergiftet. Ich trinke jetzt erstmal eine Schwalbe. Nein, doch! Mann, ey. Wie sollen wir das denn anschauen? Wir sind vergiftet. Wir sterben gleich. Was übersehe ich? Wo ist sie? Ah.
Freunde, Freunde, was machen wir denn da jetzt? Da können wir nicht ausweichen. Aber Schaden zufügen können wir jetzt auch nicht, da wirklich. Ich hatte gehofft, dass die Lampe was bringt, aber Irrtum. Wir haben hier schon ein bisschen Schaden zugefügt, aber... Jetzt haben wir den Trank da ausgewählt, das ist doch sinnlos. Wir nehmen hier schon wieder unser ganzes Essen. Ach komm schon. Nee, komm. Obwohl, müsste nicht hier eine magische Falle helfen können? Da! Okay, gut, die magische Falle hilft echt. Gut. Okay, gut. Dann weiß ich das jetzt für den nächsten Kampf. Spielstand laden. Dass ich da nicht eher drauf komme. Aber jetzt wissen wir es. Und jetzt können wir das Ganze nochmal ganz neu angehen. Da bin ich auch überzeugt, dass wir das schaffen. Hoffe ich. Nur nach dem Tod immer diese lange Ladezeit nervt. Warum lädt denn das so lange? Sonst lädt das ganze Spiel nicht so lange, aber wenn man gestorben ist, schon. Da sollte man wahrscheinlich oben sein und müssen hier nochmal hinterher rennen. Dann können wir eigentlich gleich die Falle auslösen, oder nicht? Könnten es probieren. Komm schon, also jetzt mal ernsthaft. Auch muss ich jetzt echt das Gespräch nochmal mit dir führen? Och nö. Wir machen das jetzt aber genauso nochmal. Schon mal hier die magische Falle hin. Hallo. Überspringen. Überspringen. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Was? Du verschweigst mir. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Es ist so, ich habe das Gefühl, dass ich glaube, du lügst. Ich kann dir. Das heißt, Annabelle, hör zu. Gleich der erste Angriff von ihr. Wow. Weg hier, weg hier, weg hier. Diese dummen Ratten. Wo ist die Tür? Komm schon. Bei mir ist es wieder so ein... Ja komm, geht, mach doch die Tür auf. Muss ich erst die Ratten hier töten oder was? Jetzt geht's. Na super. Wir konnten hier gerade echt schon Schaden zufügen. Bah. Und dadurch haben wir jetzt eine Menge Leben verloren. Das war jetzt so dumm von mir. Das war jetzt so dumm. Ach komm schon jetzt. Hat's aber wieder ihr Leben zurück. Ach ja, und gleich sind wir wieder tot.
Nimm die Fackel weg! Warum trägst du denn die Fackel immer noch? Oh, das ärgert mich schon, weil hier zu Beginn gleich wieder alles komplett falsch gelaufen ist. Jetzt müssen wir uns hier erstmal regenerieren. So, weiter geht's. Nächster Angriff, so. Komm her. Ah, nein, 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 nein. Ach Mann, die Falle war doch da noch. Ach, es ist ärgerlich, wenn man weiß, wie man es jetzt macht und dann geht das da schief. Okay, nicht runterspringen. Ganz einfach. Nicht runterspringen. Das ist sehr deprimierend. Aber das schaffen wir jetzt noch locker in der Folge. Wir lassen die oben einfach jetzt abhauen. Unten haben wir genug Platz. Die haut kurz ab. Und dann töten wir die Ratten. Warum wir da nicht durch? Müssen wir erst Ratten töten, damit wir eine Tür öffnen können oder was? Also jetzt mal ernsthaft. Das ärgert mich. Die letzten Folgen haben so gut funktioniert. Das Dumme ist, dass du halt jetzt das Gespräch immer mit der nochmal führen musst. Warum speichert das denn nicht nach dem Gespräch? Also jetzt mal ernsthaft. Wahrscheinlich damit du die Möglichkeit hast, dir doch zu helfen, wenn der Kampf dir zu schwierig ist, aber das ist sinnlos. Du solltest Wache nicht reizen, wenn du sie provozierst. Die heult schon wieder rum. Wir stecken das ein. So, also. Magische Falle suchen wir uns schon mal aus. Dann hier unten jetzt noch. Oh, komm schon. Alle haben mich verlassen. Das Geräusch sagt doch schon alles, ne? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Du verschweigst mir. Ich habe das Gefühl, dass du mich anlügst. Ich kann. Das hat. Annabelle, hör zu. Da ist er doch schon. Ach, jetzt greift die mich noch an, oder was? Jetzt jagt die mich. Pestschwarte, das nervt. Wieso bleibt denn die denn jetzt hier? Ey, wenn die mal machen würden, was man denen sagt, das ist so schlimm. Es ist... Einmal mit Profis arbeiten, ey. Ich muss sie fangen. Na endlich. Da rechts steht Folge der Pestmaid, auch ein schöner Name. Dürfen wir jetzt gleich durch die... Ich muss die Tür natürlich treffen. Ja, wir dürfen gleich durch die Tür. Wir chillen jetzt einfach. Ohne Mist. Laufen der jetzt hinterher. Da ist er doch schon. Hängst du fest? Jetzt ist er weg. So, diesmal springen wir natürlich nicht runter. Was denn? Oh, da ist eine Truhe. Kronen, 4 Kronen. Die muss man jetzt natürlich mitnehmen. So. Jetzt müssen wir hier noch runter. Sind wir schon draußen? Hier, ne? Nee, den Keller will ich doch nicht. Wo ist jetzt hier der Ausgang? Verdammt. Nee, nach oben will ich nicht. Wo ist hier der Ausgang? Jetzt funktioniert das nicht. Hä? Da war doch noch nicht der Keller. Upsi. So. Damit sind wir ausgerüstet. Die Fackel tust du weg. Dankeschön.
Natürlich müssen wir das Silberschwert ausrüsten. Komm her. Mann! Wieso schaffe ich es denn jetzt nicht, hier Schaden zuzufügen? Was ist denn jetzt kaputt? Ey! Da gelingt der Schlampe auch noch der Erstschlag, oder was? Ey, gerade eben ging es viel besser. Wäre mir da nicht runtergestürzt? Ehrlich. Weicht ihm ja auch noch aus. So, jetzt aber. Oh, jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Schaden zugefügt. Kommst du her? So, das waren zwei ordentliche Treffer. Komm her. Weicht mir doch nicht aus. Eine Wolfsleber mal so zwischendurch. Ich bin ja froh, dass unsere magische Falle auch das, diese Pestwolke einfach mal eliminiert. Hä? Nix. Hä? Als würdest du selbst zu einem Geist werden. Ich musste mich mit einer Pesta rumschlagen. Eine Pesta? Und hat sie dir verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann, bevor du sie mit dem Schwert niedergemacht hast? Ja, wir haben ein wenig geplaudert. Ich muss wohl ihren Geliebten auf die Insel bringen. Einen Fischer namens Graham. Den kenne ich. Er lebt in Erzdorf, dem Dorf am Seeufer. Such ihn sofort auf. Wir haben es fast geschafft, ich spüre es. Das ist schön, dass du das spürst. Ist das dieser Fischer, den wir bei unserem ersten Besuch im Erzdorf getroffen haben? Was haben wir da noch mehr Gegner? Hallo. Was jetzt, du Stück Dreck? Na komm her. Na komm. Und der andere Ghoul jetzt auch von hinten? Noch nicht, oder? Na komm! Na komm! Blink nicht einfach nur rot! Greif an! Oh, jetzt greift er echt an. Ach, ich Idiot! Oh, das Schutzschild einsetzen. So. Ach ja. Jetzt müssen wir erst. Na, beweg dich. Beweg dich. So, unsere Vitalität steigt jetzt aber erstmal wieder ein bisschen. Ist ja Tag. Ach, Mann. Ah, hier drüben ist ein Boot. Damit können wir rüberfahren. Ah, ne, da ist der. Okay. Den Fischer, den wir hatten, der saß ja da rum. Ich würde sagen, wir eilen jetzt mal kurz zum Boot darüber. Es sind eine Menge Gegner hier. Aber hier darf niemand mitfahren. Könnt ihr vergessen. Das ist mein Boot. Theoretisch müssten wir doch jetzt auch die Vitalität steigern. Ja, gut. Das könnte aber noch ein bisschen schneller gehen. Hier, wo wir noch ein bisschen Restfetzen von der Sonne haben, wäre toll. Heile, heile. Das ist auch nicht gerade sehr viel. Dass wir wieder zweimal da gestorben sind, ärgert mich. Das ärgert mich. Aber ja, meine letzte ist doch geschafft. Jetzt müssen wir diesen Fischer finden. Ist das da sein Feuerchen? Ich nehme es mal stark an. Graham, wo bist du?
Den Rest können wir auch schwimmen. Rahan, lass mich rein! Ich habe gesagt, ich will niemanden sehen. Weil du musst. Lass mich in Ruhe! Ich will hier hoch. Ich will hier aus dem Wasser raus. Du kannst das jetzt nicht tun. Verarsch mich nicht. So. Dann probieren wir mal unser Glück. Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich bin ein Hexer. Ich war auf der Reuseninsel. Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Bin wegen Annabelle hier. Mach's gut. Tschüss. Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Die Reuseninsel. Was ist dort passiert? Hast du Annabelle geliebt? Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber. Um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich... Ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle... Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Annabelle hat kein Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen, sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber... Das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben. Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht... Du kannst Annabelle noch immer helfen. Annabelle braucht dich. Du kannst ihr helfen. Ist sie noch dort? Im Turm? Kann ich sie sehen? Ja, aber du solltest eines wissen. Im Tod hat sich Annabelle in eine Pesta verwandelt. Eine Pesta? Was ist das? Mehr als nur ein ruheloser Geist. Eine Pestmaid, ein mächtiges Geistwesen, erfüllt von Trauer und Hass, die es antreiben, ihm die Kraft geben, Krankheit und Tod zu sehen. Sie leidet. Wie kann ich ihr helfen? Die Götter wissen, dass ich bereit bin. Die Liebe kann die Macht des Fluchs brechen. Annabelle glaubt, du hättest sie verlassen. Annabelle glaubt, du hättest sie verlassen. Ihr Götter, sie hasst mich? Die ganze Zeit über hat sie gedacht, ich hätte sie verlassen? Ja, geh zum Turm und rede mit ihr. Vielleicht kannst du sie überzeugen, dass es anders war. Ich dachte, sie wäre tot. Sonst hätte ich sie niemals verlassen. Liebe kann die Macht des Fluchs brechen. Ein Fluch hält Annabelle und die anderen Geister auf der Insel gefangen. Deine Liebe kann dessen Macht brechen und sie alle befreien. Genau wie in den Legenden. Du kennst die Legenden. Dann weißt du auch, dass ein Kuss einen bösen Zauber bezwingen kann. Aber er muss aus wahrer Liebe geboren sein. Ich sagte doch schon. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Bring mich zu ihr, bitte. Das ist nicht ungefährlich. Es gibt Risiken. Das ist dir klar, oder? Natürlich. Ich bin kein Feigling. Diesmal laufe ich nicht davon. Oh.
Verdammt, gehen wir. Wir treffen uns dort. Überlebt er das? Fuck. Nichts. Gehen wir. Ich bin bereit. Achso, okay, das switcht jetzt. Oh, ich dachte, ich muss den beschützen. Okay. Komm mit. Wir gehen zum Turm. Wir sind schon da. Warum hat er denn die Armbrust ausgewählt? Erstmal so ein Armbrustbolzen zur Begrüßung. Wow. Wer seid denn ihr denn jetzt? Du, nur wegen dir sind wir hier. So lange habe ich auf meine Rache gewartet. Was? Was ist denn jetzt kaputt hier? Nein, nein, lauf! Wir müssen hier weg. Sie bringen mich um. Keine Angst, alles wird gut. Nee, sie bringen mich um. Wow. Das überlebe ich nicht. Ich bin gleich tot. Du kommst da rein. Auf einmal greifen dich die ganzen Geister da an. Och nein. Was wird denn das jetzt? Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe zum Glück gesehen, dass es gespeichert hat. Aber auf einmal haben diese Geister auf einmal die Macht, da als sowas aufzutauchen und uns anzugreifen. Na klar. Natürlich. Locker. Die ganze Zeit stehen sie bloß dumm da und das war wahrscheinlich deren Trick. Ich ignoriere den. Jetzt lädt das wieder und lädt. Und lädt und lädt und lädt. Wir kommen schon. Vom letzten Speicherpunkt, was da automatisch gespeichert hat, ist es jetzt nicht weit zurück. Boah, ich muss mir echt überlegen, ob ich diese ganzen Ladedinger dann nicht irgendwie akkatte, weil das ist ja echt, das ist echt ein Zeitfresser. Das ist ja nicht normal. Hexer sind unfruchtbar, wie Zauberinnen. Interessant. Wir gehen zum Turm. Okay. Wir probieren es dann erstmal mit der magischen Falle. Du, ey, das ist... So lange habe ich auf meine Rache gewartet. Und jetzt kommt der Freund nicht zu uns. Nein, nein, lauf! Wir müssen hier. Das ist doch unnormal. Das ist doch unnormal, wie viel Schaden ich durch die nehme. Ja, das war's. Können wir irgendwie fliehen? Nö. Die Tür ist mal wieder verschlossen, natürlich. Ist doch logisch. Es ist doch... Ja, genau. Aus einer Entfernung auch. Ich check's nicht. Die zerstören auch immer gleich mein Schutzschild. Aber denen haben wir wenigstens jetzt schon mal ein bisschen Schaden zugefügt. Weicht der mir auch noch aus? Hey.
Ich raste aus, ehrlich. Ja. Ein Moment. Sorry, ich bin gerade. Also, bitte bin ich angepisst. Bitte. Nee, wir können keine Schwalbe herstellen. Was weiß er wohl nicht. Okay. Angriffskraft gegen Geister. Das wird man dann in der nächsten. Weil ich glaube, das jetzt können wir uns ja, glaube ich, nicht mehr drauf schmieren, wa? Das war jetzt irgendwie nicht möglich. Moment. Ja, kannst du dich im Kampf ausführen, okay. Also wenn wir das jetzt hier nicht schaffen, müssen wir das definitiv dann in der nächsten Runde dann nochmal machen. So, den ersten haben wir schon mal, ey, ehrlich. Okay, der greift immer zweimal an. Jetzt. Nochmal. Nochmal. Aber unser Schutzschild ist noch da. Nein. Komm schon. Zack. Oh. Ey, Freunde. Habe ich gehofft, Annabelle und ich würden. Es war nicht unmöglich. Wir hätten zusammen sein können. Und jetzt, sie ist tot. Und ich bin schuld. Hätte ich sie nur beschützen können. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst ihr helfen, ihren Frieden zu finden. Gut, weil sonst nimmt diese Folge Überlänge. Es ist zu still. Ja, ist okay. Los, beeil dich. Bringen wir es hinter uns. In der nächsten Folge. Ich mache jetzt Pause, ist mir jetzt egal. Die labern ja hier nur die ganze Zeit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir kämpfen uns in der nächsten Folge weiter den Turm hoch. Es war klar, nur den Turm rauf, runter, fertig, aus. Das wäre zu einfach gewesen. Nein, wir müssen uns noch weiter durchboxen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn wir weiterkämpfen von Etage zu Etage, weil hundertprozentig doch bei jeder Etage jemand auf. Und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.